Hallo, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder ein bisschen Zeit gefunden hast, für dich selbst Yoga zu machen. Mein heutiger Zyklus geht um Gleichgewicht. Also wir werden Gleichgewichtsübungen machen. Und wenn ich das normalerweise in meinen Kursen ankündige, dann höre ich immer so ein Raunen und Leute dann die Augen verdrehen und sagen, oh je, also das kann ich nicht. Und das ist ja gerade der Punkt. Wir machen das ja, weil wir das nicht mehr so gut können. Es sind so viele Dinge, die haben wir als Kind gemacht. Wir haben auf einem Bein gestanden, wir sind rumgehüpft, haben einfach mal die Augen geschlossen, sind rückwärts gelaufen. All diese Dinge, die wir ja heutzutage nicht mehr machen. Also werden wir einfach ein paar Sachen üben. Und ja, du wirst ja besser mit den Dingen, die du übst. Wenn du sagst, ich kann das nicht, ich mache das nicht und von vornherein gleich aufhörst, dann wirst du daran ja nie besser werden. Also schau, dass du nicht zu ehrgeizig bist. Es geht nicht darum, irgendetwas Bestimmtes gut zu können, sondern es geht darum, das zu üben und wieder zu lernen und neugierig zu bleiben und flexibel zu bleiben. Gleichgewichtsübungen stärken deine Muskeln, ja, vor allem jetzt diese Standhaltung, das wirst du dann auch merken, es kräftigt die Fußmuskulatur, die Knöchel, die Beine, die Knie und in anderen Haltungen, zum Beispiel jetzt im Side Plank, wenn du da die Augen mal schließt, dieses ganze viele kleine Kippeln und dieses Versuchen, sich im Gleichgewicht zu halten, das sind alles gute Übungen für deine Muskulatur, für deine Reaktionsschnelligkeit und so weiter. Also ist es ja gerade ein Grund, das zu üben, auch wenn es nicht so gut klappt. Ja, und auch da eben nicht so ehrgeizig sein. Ich kenne Leute, die sind dann wütend, weil es nicht klappt, weil früher als Kind konnten die das ja alles, ja, hey, aber jetzt mit 40, 50, 60 vielleicht eben nicht mehr. Heißt aber nicht, dass wir es nicht wieder lernen können. Das ist die gute Nachricht daran. Ja, und außerdem helfen uns Gleichgewichtshaltungen, wieder so ein bisschen mehr in unsere Mitte zu kommen, ausgeglichener, ausgewogener zu sein und ja, stabilisieren uns. Und ich finde, das ist auch gerade was, was wir in dieser Zeit gut gebrauchen können, dass wir einfach wieder so ein bisschen mehr uns erden und feststellen, da ist der Boden unter unseren Füßen, wir werden gehalten und das gibt uns ein gutes Gefühl, das stärkt unser Selbstvertrauen und lässt uns mit neuem Mut so in die Zukunft schauen. Also nimm dir deine Matte und los geht's. Viel Spaß. Gut, wir fangen heute mal im Stehen an. Stell dich hin, die Füße sind etwa hüftgelenksbreit auseinander. Und bevor du weitermachst, spür einfach mal deine Füße auf dem Boden. Wie fühlt sich das an? Du spürst, ja, ob das ein Holzboden ist oder ein Steinboden ist oder ob du jetzt auf deiner Yogamatte stehst oder ob du auf dem Rasen stehst. Auf dem Teppich. Fühlt sich ja jedes Mal anders an. Wie ist es bei dir jetzt gerade? Und dann spür auch nochmal, wie deine Füße den Boden berühren. Gibst du mehr nach vorne oder mehr nach hinten? Bist du jemand, der mehr so auf die Innenkanten kippt oder auf die Außenkanten deiner Füße? Dann schieb mal deinen großen Zehballen hier unten, deinen großen Zehballen in den Boden rein und heb die anderen Zehen mal alle an. Und dann bringst du die Außenkante deiner Füße mit zum Boden, ohne dass du den großen Zehballen vom Boden löst. Und gleichzeitig deine Fersen fest zum Boden. Und dann legst du deine Zehen wieder ab und spür mal kurz, wie sich das anfühlt. Wie ist es für deine Füße? Für deine Waden, für die Oberschenkel. Gut, und dann hebst du deinen Brustkorb von hier aus nochmal ein bisschen mehr an. Dein Brustbein wächst nach oben und deine Schultern, die kannst du nach unten sinken lassen.
Die Arme sinken, vielleicht eher die Handflächen ein bisschen nach vorne als nach hinten drehen. Wenn du die Arme nach innen rotierst, dann kommen deine Schultern so nach vorne und nach oben. Und wenn du deine Arme eher nach außen rotierst, können deine Schultern besser sinken. Das kannst du einfach mal ausprobieren, ob du dann vielleicht besser verstehst, was ich meine. Also eher ein bisschen nach außen rotieren lassen die Arme. Den Kopf ein Tick nach hinten und nach oben. Und spür in dieser Haltung, Tadasana, der Fels, wie du jetzt dastehst. Fest und stabil. Die erste Übung, die ich mit euch machen möchte, ist eine kleine Atemübung, die nenne ich Phönix. Phönix aus der Asche. Du wirst vielleicht gleich verstehen, warum. Nimm deine Hände vor deinem Herzen in Anjali Mudra zusammen. Atme nochmal ein. Und mit der nächsten Ausatmung schiebst du die Arme nach vorne weg, die Handflächen so nach vorne wegschieben. Ausatmen und schieb weg, was dich da belastet und bedrückt. Und führ die Hände wieder zurück zu deinem Herzen mit der Einatmung. Der nächsten Ausatmung die Arme so zur Seite wegschieben und auch hier schaff dir Raum. Von allem, was dich bedrängt, schieb alles weg und führ dann die Hände mit der Einatmung wieder zurück zu deinem Herzen. Schieb dann die Arme nach oben weg und schaff dir Raum für deine Spiritualität, für deine Kreativität, für deine Gedankenfreiheit. Und führ mit der Einatmung die Hände wieder zurück zu deinem Herzen. Und dann schiebst du die Hände so nach unten weg und mit diesem Gefühl, noch so ein bisschen mehr nach oben empor zu wachsen, aus diesem ganzen Umfeld herauszuwachsen, wie Phönix aus der Asche. Einatmen, Hände wieder zusammen. Ausatmen, schieb die Hände nach vorne weg. Schaff dir Freiraum, schieb weg, was dich bedrückt. Einatmen für neue, frische Energie zu deinem Herzen. Ausatmen, schieb die Arme zur Seite weg und auch hier schaff dir Raum, lass dich nicht einengen. Einatmen, Hände wieder zurück zu deinem Herzen. Ausatmen, die Arme nach oben, schaff dir Raum für deine Kreativität, deine Gedankenfreiheit, deine Spiritualität, was auch immer. Und einatmen, Hände wieder zurück zu deinem Herzen. Ausatmen, die Hände so nach unten schieben und nach oben wachsen, rauswachsen aus allem, was dich jetzt hier so einengt und festhält und dir nicht die Möglichkeit gibt, dich so zu entfalten, wie du dich entfalten möchtest. Einatmen, Hände wieder zum Herzen. Aus, nach vorne. Und wenn es bessere Gedanken gibt als die, die ich jetzt gerade habe, wenn dir andere Bilder in den Kopf kommen bei dieser Bewegung, dann kannst du das natürlich genauso machen. Für mich ist es mehr so dieses Wegschieben von dem, was mich bedrückt und dann gleichzeitig wieder mit der Einatmung mir frische, neue Energie zuzuführen. Neuen Lebensmut. Mach das so noch zweimal in deinem eigenen Tempo. Und wenn du soweit bist, dann führst du die Hände wieder in Anjali Mudra zu deinem Herzen.
Lass dann die Arme wieder sinken. Spür nochmal in deinen Stand hinein. Spür immer noch, wie fest du jetzt dastehst. Ja, und dann stehst du wieder mit beiden Füßen fest am Boden. Und dann nimmst du die Arme parallel zum Boden, kannst die Handflächen nach oben drehen, damit die Schultern wieder besser sinken können. Und jetzt drehst du dich um deine eigene Achse. Und schau mal, vielleicht reicht einmal, vielleicht zwei oder dreimal, wenn du das nicht so oft machst, dann fang langsam an. Es hilft dabei, einen Punkt im Raum zu fokussieren, der sich nicht mitbewegt. Und dann kommst du wieder in der Mitte an und lass die Arme wieder sinken und spür kurz nach. Was macht diese Übung mit dir? Du kannst ein bisschen so hin und her kippeln wieder, vor, zurück, nach rechts, nach links und spüren. Wie sicher fühlst du dich in dieser Haltung? Wie stabil bist du hier? Und dann nimmst du die Füße mal so ganz eng zusammen. Und bleibst auch hier mal einen Moment stehen. Du kannst einfach mal auch die Augen schließen. Wenn du dich unsicher fühlst, kannst du die Augen natürlich auch erstmal auflassen, aber wenn du magst, wenn du dich traust, gerne die Augen auch schließen. Und dann mal so ein bisschen hin und her kippeln und spüren, wie sich das anfühlt. Wie sicher fühlst du dich hier? Auch mal so ein bisschen umkreisen und spüren. Fühlt sich es noch genauso fest und stabil an oder ist es anders? Und dann bringst du die Füße in eine Reihe. Das heißt, du nimmst mal den rechten Fuß nach vorne und den linken Fuß direkt dahinter. Und die Zehenspitzen vom hinteren Fuß berühren die Ferse vom vorderen Fuß. Okay, ist schon vielleicht ein bisschen wackeliger. Und wenn du magst, lässt du die Augen offen. Aber wenn du neugierig bist und so ein bisschen dich traust, dann schließ mal die Augen und spür, wie sich das anfühlt. Wie fühlt sich dein Stand jetzt an? Und nochmal zur anderen Seite. Die Füße hintereinander, die Zehen vom rechten Fuß berühren die Ferse vom linken Fuß. Und dann nochmal einfach hier einen Moment bleiben. Gerne wieder die Augen schließen und für dich selbst spüren, wie sich das anfühlt. Ja, und Gleichgewichtsübungen fördern deine Aufmerksamkeit und deine Konzentration, weil in dem Moment, wo du jetzt nicht konzentriert bist und mit deinen Gedanken woanders bist und mit deinen Augen woanders bist, umso schwieriger wird es, diese Haltung beizubehalten. Okay, und wieder auflösen. Und dann kannst du mal die Füße und die Beine mal so ein bisschen ausschlackern und gerne auch die Hände und die Arme. Schütteln ist immer gut für alle Gelenke. Komm wieder an in deinem Stand. Füße wieder hüftgelenksbreit auseinander und spür wieder, wie du jetzt wieder sicher dastehst. Mit der nächsten Einatmung heb die Arme an und komm auf die Zehenspitzen. Komm nach oben. Und ausatmen, die Füße wieder abrollen, die Knie beugen und die Arme wie so ein Skispringer nach hinten nehmen. Einatmen, wieder nach oben kommen, auf die Zehenspitzen, hier dein Gleichgewicht finden. Ausatmen, langsam die Füße möglichst abrollen, die Arme nach hinten in den Skispringer und dabei so ein bisschen Entenpopo machen. Keinen runden Rücken. Einatmen, wieder nach oben. Ausatmen, Skispringer. Ein, wieder nach oben. Ich zeige es mal auch von der Seite. Ausatmen,
Füße langsam abrollen, Arme nach hinten und nicht rund werden im unteren Rücken, sondern den Rücken strecken, Rückenmuskeln aktiv, einatmen, wieder nach oben, Zehenspitzstreckung. Aus, langsam wieder abrollen nach unten. Ein, wieder nach oben. Aus, wieder nach unten. Und dann, wenn du das nächste Mal oben bist, dann bleib mal ein paar Atemzüge lang hier oben und finde dein Gleichgewicht. Das ist ja wirklich jetzt eine Übung, die man jeden Tag mal machen könnte. Und spür mal, wenn du jetzt hier stehst, nicht nur dein Gleichgewichtssinn, der hier gefordert wird, sondern die Kraft in deinen Füßen, in deinen Fußgelenken, in deinen Beinen. Halten, weiteratmen. Und wenn du ein bisschen hin und her kippelst, ich mache das auch, ja, ein bisschen vor, zurück, spielt ja keine Rolle. Gut, und dann langsam die Füße wieder abrollen, die Arme mit nach hinten nehmen und wieder in den Skispringer. Hier mal bleiben, auch hier statisch. Halten, Bauchnabel so ein bisschen nach innen, Schultern wegziehen von den Ohren. Du kannst die Finger so ein bisschen, die Daumen wieder so ein bisschen nach außen drehen, ja, diese Außenrotation wieder, damit die Schultern besser sinken können. Und jetzt mal ganz spontan den linken Fuß anheben. Und wieder zurück. Rechten Fuß anheben. Und wieder zurück. Und dann mal die Seite nochmal wechseln und dann mal den Fuß ein bisschen mehr nach hinten und dann kannst du mal so ein bisschen die Arme bewegen, vor, zurück, hoch, runter. Kommt gar nicht so genau drauf an, sondern einfach hier mal so ein bisschen Gleichgewicht üben. Und wieder zurückkommen mit dem linken Fuß und den rechten Fuß nochmal aufheben und auch hier nochmal so ein bisschen bewegen, vor, zurück, rechts, links. Vielleicht mal die Augen schließen, spür, was möglich ist. Und wieder zurückkommen, nach unten, beide Füße wieder hüftgelenksbreit aufstellen und wieder in deinen Stand hineinspüren. Wie stabil fühlst du dich jetzt? Wie fest, wie geerdet, wie sicher fühlst du dich jetzt? Okay, und jetzt in diesem festen Stand schieb dein linkes Bein nochmal ein bisschen fester in den Boden rein, als könntest du den Boden wegdrücken. Der Fuß steht richtig fest auf und dann hebst du dein rechtes Knie an und hältst es erstmal fest. Du kannst den rechten Fuß so ein bisschen ranziehen, die Zehenspitzen ein bisschen zu dir ranziehen und halten. Wie leicht, wie schwer fällt dir diese kleine Übung, einfach nur mal auf einem Bein zu stehen. Wenn du Schwierigkeiten hast hier schon, dann bleibst du einfach ein bisschen hier und übst das immer wieder mal auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite. Wenn du gerne ein bisschen weitergehen möchtest, dann kannst du jetzt mit der linken Hand dein rechtes Knie festhalten und den rechten Arm mal nach oben strecken. Und dann lässt du den rechten Arm so auf Schulterhöhe etwas sinken, drehst den Oberkörper nach rechts und das Knie nach links. Weiter atmen. Und wieder zurückkommen in die Mitte. Das Bein sinken lassen. Kurz nachspüren. Spür, wie sich beide Seiten anfühlen. Und dann nochmal zur anderen Seite. Rechten Fuß fest in den Boden reindrücken. Spür diesen festen Stand. Und dann hebst du dein linkes Knie an und erstmal hier bleiben und festhalten. Vielleicht merkst du, dass du auf dem rechten Bein besser stehen kannst, auf dem linken, oder es ist genau andersrum. Darf alles sein, kann alles sein. Wenn du magst, bleibst du hier und wenn du weitergehen möchtest, hältst du jetzt dein Knie mit der rechten Hand fest, streckst den linken Arm erstmal nach oben aus und dann lässt du den linken Arm auf Schulterhöhe sinken, konzentrier dich und dann drehst du dich mit dem Oberkörper weiter nach links und ziehst dein Knie ein kleines bisschen weiter nach rechts. Und wieder zurückkommen. Ich lasse das so, weil ihr sollt auch sehen, dass ich das auch nicht perfekt kann, aber wir können das immer wieder üben. Und Gleichgewichtshaltungen sind auch sehr tagesformabhängig.
Wenn du heute sehr geerdet, dich sehr sicher fühlst und wohlfühlst und alles ist okay, dann klappt das oft besser. Oder wenn du alleine zu Hause bist und dich niemand stört, ist das natürlich anders, als wenn viele Dinge dich beeinflussen und du vielleicht sowieso gerade einen Tag hast oder eine Phase hast in deinem Leben, die nicht so ausgewogen ist. Also von daher, es muss nicht immer perfekt sein. Das einfach auch mal mitnehmen. Hey, es ist gut so, wie es jetzt gerade ist und du wirst besser mit dem, was du übst. Und wenn du dir immer einredest, du kannst das nicht, dann wirst du darin besser. Und wenn du aber dir einredest, hey, ich kann auf einem Bein stehen, dann wirst du auch darin besser. Steh wieder stabil auf beiden Beinen. Heb wieder dein linkes Knie jetzt wieder an, der rechte Fuß ist fest am Boden. Und jetzt nimmst du mal das linke Bein mehr nach hinten und beugst den Oberkörper mehr nach vorne. Du kannst die Arme zur Seite ausbreiten, den hinteren Fuß wegschieben, der rechte Fuß drückt fest in den Boden. Halten. Und wieder auflösen, zurückkommen in die Mitte. Vergleich mal kurz die Seiten. Spürst du die Kraft in deinem rechten Bein jetzt, ja, wie dein Bein gearbeitet hat, um dich hier zu halten? Und vielleicht ist das für dich zu kurz, so 2, 3, 4 Atemzüge, was wir machen. Vielleicht ist es für dich zu lang, dann machst du weniger. Schau immer, dass es zu dir passt. Kein Zwang. Okay, anderes Bein. Bist du bereit? Linken Fuß fest in den Boden schieben. Linken Fuß verankern, rechtes Knie erstmal so oder rechten Fuß anheben. Und dann schiebst du dein rechtes Bein mehr nach hinten und mit dem Oberkörper kommst du mehr nach vorne. Finde dein Gleichgewicht, konzentriere dich, breite die Arme zur Seite aus und vielleicht kannst du das rechte Bein mehr anheben, vielleicht auch eben nicht. Du kannst die Hände auch nach vorne mitnehmen. Oder zur Seite, du kannst Daumen und Zeigefinger zusammenbringen. Vielleicht kannst du dich noch ein bisschen weiter vorbeugen. Konzentriere dich. Und wieder zurückkommen. Beide Füße sind wieder fest am Boden. Spür nach, was macht diese Übung mit dir, mit deinen Beinen, mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen auch. Also wie gesagt, ich kenne viele, die dann wütend werden, wenn das mal nicht so klappt. Also was passiert da durch so eine einfache Übung? Einfach mal wahrnehmen. Alles kann sein, alles darf sein. Gut, dann komm ein bisschen weiter nach vorne auf deine Matte. Mit der nächsten Einatmung, heb beide Arme nach oben an. Streck dich ganz lang. Heb dein Brustbein wieder an. Vielleicht so eine kleine Rückwärtsbeuge, wenn es für dich okay ist. Ausatmen dann, die Knie beugen. Arme über die Seite und der Rücken bleibt lang. Ich mache das jetzt extra nochmal langsam, damit du siehst, ja, ich mache hier keinen Rundrücken, sondern ich schiebe den Po weg. Ja, ich habe einen aktiven Rücken, aktive Rückenmuskulatur. Und die Arme nicht über vorne, weil es ein ziemlicher Hebel ist für deinen Rücken, sondern die Arme über die Seite sinken lassen. So, und irgendwann geht es nicht weiter. Irgendwann wirst du dann rund und dann lässt du den Oberkörper sinken. Wenn du hier unten bist, du kannst die Knie auch beugen, du kannst die Hände auch auf die Unterschenkel legen. Lass mal den Kopf runterhängen. Ist auch hier angenehm für die Bandscheiben. Deine Halswirbelsäule, den Kopf einfach mal sinken zu lassen. Nicht immer das schwere Gewicht zu halten. Einatmen, dann strecken wir nochmal den Rücken. Ja, Rückenmuskeln hier rechts und links von deiner Wirbelsäule wieder ganz aktiv. Knie kannst du ruhig beugen, damit es leichter geht. Du kannst die Hände an die Unterschenkel nehmen oder zum Boden oder an die Oberschenkel. Ausatmen, wieder nach unten runtertauchen. Wenn du kannst, die Hände zum Boden bringen. Du kannst die Beine strecken und wenn es nicht geht, dann eben beugen. Den Kopf mal hängen lassen. Dann die Hände rechts und links zum Boden bringen. So die Knie beugen, dass das für dich möglich ist. Und dann mit der nächsten Einatmung nimmst du den rechten Fuß weit nach hinten.
In der nächsten Ausatmung nimmst du den linken Fuß dazu und du schiebst dich in den herabschauenden Hund. Du drückst dich mit den Händen weg, mit den Fingerspitzen, mit den Fingerballen. Drückst du gegen den Boden und nutzt die Kraft, um den Po noch mehr nach oben in den Himmel zu bringen. Die Schultern ziehst du weg von den Ohren. Der Kopf ist frei. Und auch hier darfst du den Kopf gerne mal hängen lassen. Die Knie sind entweder gebeugt oder gestreckt. Du kannst vielleicht die Fersen tiefer zum Boden bringen, vielleicht aber auch nicht. Je nachdem, wie es jetzt bei dir ist. Einatmen lässt du dann beide Knie zum Boden sinken. Und ausatmen, wie so eine Welle, bringst du deine Oberschenkel, dein Becken, dein Bauch, dein Brustkorb, deine Stirn nach unten zum Boden. Einatmen. Kommst du in eine Kobra, Schultern wegziehen von den Ohren, der Hals, der Nacken ist ganz lang. Darfst den Kopf gerne mal so ein bisschen hin und her bewegen. Mit der nächsten Ausatmung, die dann kommt, schiebst du den Po wieder nach hinten, stellst die Zehenspitzen auf und hebst den Po dann nach oben an und kommst wieder zurück in den herabschauenden Hund. Mit der nächsten Einatmung, die kommt, den rechten Fuß weit nach vorne, zwischen die Hände. Den linken Fuß nachziehen, Rumpfbeuge, tief runtersinken. Einatmen, Knie wieder beugen, Rücken strecken, die Arme über die Seite. Und komm nach oben mit langem Rücken. Und ausatmen, die Hände zu deinem Herzen. Jetzt ein ganz langsamer und achtsamer Sonnengruß. Und wir machen das nochmal so. Einatmen, nimm beide Arme über die Seite nach oben. Streck dich, streck dich, streck dich. Du kannst dein Brustbein noch ein bisschen mehr anheben und die Schulterblätter noch ein bisschen mehr sinken lassen. Vielleicht so eine kleine Rückwärtsbeuge, wenn es für dich okay ist. Mit der nächsten Ausatmung, die dann kommt, so ganz ohne Eile, die nächste Ausatmung, die kommt, die nimmst du dann und beugst dich nach vorne, langer Rücken, weiter ausatmen, nach unten kommen, Kopf sinken lassen. Auch hier mal kurz bleiben, den Kopf hängen lassen. Einatmen, den Rücken wieder strecken und wenn es nicht geht, die Knie beugen oder die Hände an die Unterschenkel nehmen. Und mit der nächsten Ausatmung wieder ganz nach unten. Knie so weit beugen, dass du die Hände rechts und links zum Boden bringen kannst. Und dann mit der nächsten Einatmung, die dann kommt irgendwann, nimmst du den linken Fuß nach hinten. Mit der nächsten Ausatmung den rechten Fuß nachziehen. Herabschauender Hund. Räkel dich rein. Du kannst mal ein bisschen auf der Stelle laufen. Mal so den Kopf ein bisschen bewegen. Mal unter dem rechten Arm durchschauen, dann unter dem linken Arm. Tanzender Hund, in alle Richtungen, immer mehr bewegen, immer geschmeidiger werden. Komm wieder zurück in die Mitte und mit der nächsten Einatmung beide Knie zum Boden. Und mit der nächsten Ausatmung, die dann kommt, wieder so eine Welle. Oberschenkel, Becken, Bauch, Brust, Stirn zum Boden bringen. Einatmen, eine kleine Kobra. Schultern wegziehen, Schulterblätter in die Hosentaschen stecken. Die Hände sind rechts und links neben deinem Brustkorb. Und jetzt kannst du auch hier so ein bisschen die tanzende Kobra machen. Mal so ein bisschen mehr nach rechts schauen, nach links schauen. Mal den rechten Fuß mehr in den Boden, den rechten Fuß, warum nicht? Aber auch die Hände, mal die eine Hand, mal die andere Hand mehr in den Boden reindrücken. Tanzende Kobra nenne ich das. Dann wieder mit der nächsten Ausatmung Hände in den Boden drücken, schieb den Po nach hinten, Zehenspitzen aufstellen und in den herabschauenden Hund. Alles noch die gleiche Ausatmung. Dann hier im Hund wieder freier atmen, ein bisschen bewegen, ein bisschen tänzeln. Mal die rechte Ferse, mal die linke Ferse mehr zum Boden bringen. Die ganze Rückseite des Körpers strecken. Und die Schultern, ja, du kannst ja mal so das Gegenbeispiel machen. Du kannst die Schultern mal zu den Ohren ziehen.
Einfach um mal das zu spüren, was ich meine, wie sich das jetzt hier eng ist, eng anfühlt. Den Kopf kannst du kaum bewegen, ist alles fest. Und dann die Schulterblätter wegschieben in die Hosentaschen und der Hals wird wie bei einer Schildkröte so ganz lang und dann merkst du auf einmal, da ist Bewegungsfreiheit. Okay, und dann mit der nächsten Einatmung, die dann wieder irgendwann kommt, nimmst du deinen linken Fuß, Entschuldigung, deinen linken Fuß weit nach vorne. Ausatmen, den rechten Fuß nachziehen. Wir sind wieder in der Rumpfbeuge, einfach untertauchen. Dann mit der nächsten Einatmung, die kommt, Knie beugen, Rücken strecken, Arme über die Seite, nach oben kommen. Und ausatmen, die Hände zum Herzen. Noch einmal, einatmen, komm nach oben. Ausatmen, nach unten tauchen. Einatmen, Rücken strecken. Ausatmen, tief. Hände zum Boden, rechten Fuß, weit nach hinten, einatmen. Ausatmen, linken Fuß nachziehen, herabschauender Hund. Regeln. Einatmen, beide Knie zum Boden. Ausatmen, wie so eine Atemwelle, komm nach unten. Einatmen, nochmal hier, so eine tanzende Wohlfühlkobra. Und dann legst du dich nach unten ab und legst die Hände unter die Stirn. Roll dich dann auf deine rechte Seite. Und du liegst so ganz ausgestreckt da, wie so ein Ausrufezeichen. Dein Kopf ruht auf deinem rechten Arm und die linke Hand ist vor dir aufgestützt und gibt dir ein bisschen Halt. Okay, mit der nächsten Einatmung dann hebst du beide Beine und den Kopf nach oben an und ausatmen kommst du wieder runter. Einatmen, wieder nach oben, aus, wieder runter. Ein und aus. Und jetzt kannst du mal die linke Hand vom Boden lösen und auf dein linkes Bein so rauflegen und mal gucken, wie fühlt sich's dann an. Und jetzt kannst du auch noch das Ganze mit geschlossenen Augen machen. Was verändert sich dann? Ja, und jedes bisschen Kippeln tut dir ja gut. Jedes bisschen Kippeln aktiviert wieder irgendwelche Muskelstränge, Faszien, Sehnenbänder, Reaktionsgeschwindigkeit und so weiter. Und wenn du das nächste Mal oben bist, dann bleib doch hier einfach mal ein paar Atemzüge. Schau einfach, was passt. 2, 3, 4 Atemzüge. Wenn es im Hals, hier im Halsmuskel ein bisschen zu anstrengend wird, darfst du den Kopf auch mal ein bisschen zur Seite drehen. Weißt, meine Philosophie ist, jede Bewegung tut gut. Auch jeder statisch eingenommene Haltung kann ja so oder so oder so eingenommen werden. Jeder Zentimeter, den du die Haltung anders einnimmst, ist ja schon wieder praktisch eine neue Haltung. Okay, und dann ablegen, zurück in die Bauchlage und nachspüren. Und dann drehst du dich auf deine linke Seite. Ich drehe mich jetzt mal andersrum, damit ich den Blick zur Kamera habe. Der linke Arm wieder ausgestreckt, der Kopf liegt auf, der ganze Körper wie so ein Ausrufezeichen. Du kannst auch, finde ich auch ganz schön, die Fingerspitzen so ein bisschen in den Boden reindrücken und
dann wieder einatmen, nach oben kommen und wieder runter. Ein, nach oben und wieder runter. Und jetzt kannst du die rechte Hand wieder lösen. Und einfach mal so für dich selbst auch wahrnehmen, sind beide Seiten immer gleich? Oder ist es vielleicht auf der linken Seite ein bisschen stabiler oder kippeliger als auf der anderen Seite? Und dann gerne auch mit geschlossenen Augen. Und wenn du das nächste Mal oben bist, dann bleib doch hier mal 2, 3, 4 Atemzüge. Vielleicht ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen weniger lang. Schau, dass dein Kiefergelenk entspannt bleibt. Hey, vielleicht schenkst du dir auch hier ein kleines Lächeln. Alles ist gut. Okay, und dann kommst du wieder zurück und diesmal leg dich auf den Rücken. Spür wieder nach. Gut, und dann stellst du die Füße auf. Und mit der nächsten Einatmung schiebst du die Füße in den Boden rein, hebst dein Becken an und rollst dich Wirbel für Wirbel nach oben. Setuband Asana bzw. die Schulterbrücke. Ausatmen, langsam wieder die Wirbel zurücklegen. Einatmen, wieder nach oben. Aus, wieder zurück. Wenn du magst, machst du so weiter. Wenn du gerne mehr machen möchtest, dann kannst du mal deinen rechten Knöchel auf dein linkes Knie legen. Und dann einatmen, nach oben. Aus, wieder runter. Finde dein eigenes Tempo. Mit der Einatmung rollst du dich auf. Mit der Ausatmung kommst du wieder zurück nach unten. Okay, und dann kannst du mal hier einen Moment oben bleiben, kraftvoll. Die Arme kannst du zu so Roboterarmen machen. Und jetzt schiebst du deine Oberarme kraftvoll in den Boden rein. Deinen Fuß drückst du nochmal in den Boden rein, hebst dein Becken noch ein bisschen mehr an, hebst deinen Brustkorb noch ein bisschen mehr an. Halten. Und dann lässt du langsam wieder los, lässt den Rücken nach unten sinken, entspannst die Arme. Und jetzt ziehst du dein linkes Knie zu dir ran, greifst in diesem Loch durch, nach deinem Unterschenkel oder auch nach dem Oberschenkel. Der Oberschenkel ist ein bisschen milder, ist ein bisschen angenehmer und legst dann den Kopf wieder zurück nach unten. Wenn das nicht geht, wenn du zu viel Spannung hast, wenn du den Kopf nicht ablegen kannst, dann kannst du dir eine Decke nochmal unter den Kopf legen, damit du entspannter den Oberkörper wieder ablegen kannst. Es nützt nichts, wenn wir die Beine zum Beispiel dehnen und dafür in den Schultern wieder verspannen oder im Nacken. Also schau, ob du Unterstützung brauchst. Persönlich finde es angenehmer, den Unterschenkel zu umfassen, diese Nadelöhrhaltung. Kann man auch ein bisschen weiter oben, fühlt sich wieder anders an als ein bisschen weiter unten. Kannst du gerne auch wieder so ein bisschen dich selbst erforschen, bis du so das richtige Maß findest.
Genieße deinen Atem. Und dann löst du die Hände, aber den rechten Knöchel lässt du mal nach oben. Und jetzt versetzt du deinen Po ein Stück nach rechts rüber und lässt dann beide Knie nach links kippen. Versuchst die Schultern am Boden zu lassen, die Arme kannst du zur Seite ausbreiten oder nach hinten ablegen. Wenn du merkst, dass das dir zu viel Drehung ist, wenn du die Schultern nicht am Boden lassen kannst, dann kannst du dir ein Kissen unter die Beine legen oder auch, wenn du möchtest, dieses Umschlingen der Beine auflösen. Und wenn du dann merkst, es ist immer noch zu viel Zug, zum Beispiel in der rechten Hüfte, dann kannst du dir auch ein Kissen zwischen die Beine legen. Ja? Finde heraus, was für dich das Beste ist. Und dann bleiben wir einen Moment hier. Die rechte Schulter sinkt nach unten, der Kopf dreht nach rechts. Und dann löse auf, nimm den Po wieder zurück in die Mitte und streck die Beine kurz aus zum Nachspüren. Stell dann wieder beide Füße auf, leg diesmal den linken Knöchel auf dein rechtes Knie. Und mit der nächsten Einatmung hebst du wieder den Po an, rollst die Wirbelsäule auf, kommst nach oben in die Schulterbrücke. So, die einbeinige Schulterbrücke wäre das dann. Und langsam wieder zurückrollen. Wenn es für dich zu schwer ist, dann lässt du einfach beide Füße am Boden. Einatmen nach oben, aus, wieder abrollen. So ein paar Mal in deinem eigenen Tempo. Wenn du das nächste Mal oben bist, dann bleib mal hier oben. Und dann machen wir wieder diese Roboterarme. Handflächen zeigen zueinander und du drückst die Oberarme noch mehr in den Boden rein. Du drückst deinen rechten Fuß noch mehr in den Boden rein. Du hebst vielleicht dein Becken noch ein bisschen mehr an. Du hebst deinen Brustkorb noch ein bisschen mehr an. Der Hinterkopf bleibt am Boden und halten. Kraftvoll. Hier nochmal auch die Brust-, Arm- und Schultermuskulatur aktivieren. Halten. Kiefergelenk bleibt entspannt, der Atem fließt weiter. Und dann langsam wieder zurückkommen nach unten. Abrollen, loslassen und dann gleich weiter. Das rechte Knie ranziehen und umarmen. Entweder den Oberschenkel oder den Unterschenkel oder eine Decke unter den Kopf. Und die Dehnung hier für ein paar Augenblicke genießen.
Dann stellst du deinen rechten Fuß wieder am Boden ab. Du lässt den linken Fuß nach oben. Versetzt jetzt dein Po ein Stück nach links rüber und kippst mit den Knien nach rechts. Der Kopf dreht auch nach links. Die Arme wieder zur Seite ausbreiten oder so ein bisschen nach hinten ablegen. Die linke Schulter am Boden lassen. Wenn es zu viel ist, unterstütz dich, indem du dir ein Kissen unterlegst. Achte auf dich, das ist dein Körper. Schau, dass du das richtige Maß auch hier findest. Und dann wieder zurückkommen in die Mitte. Den Po zurückbringen in die Mitte und beide Beine wieder ausgleiten lassen, kurz nachspüren. Für die nächste Übung brauchst du ein Kissen oder die Rolle oder einfach nur ein Handtuch oder eine Decke, die du ein paar Mal mehr faltest. Ich nehme jetzt das Kissen, weil ich das da habe, aber es geht auch mit einer Decke, die du einfach ein bisschen mehr faltest. Ja? Du stellst die Füße nochmal auf und schiebst dir dann das Kissen, deine Decke, was auch immer, unter den Po. Du hebst den Po an und schiebst dir, wie gesagt, das Kissen unter. Es geht auch ein Klotz, ein Yoga-Klotz kannst du auch nehmen. Ist ein bisschen härter, aber ist auch schön. Kann man auch machen. Gut, und dann kannst du hier bleiben, ist einfach eine passive Umkehrhaltung. Da liegst du mit dem Po, mit deinem Becken etwas höher als mit deinem Herzen. Je nachdem, wie fit du dich fühlst, reicht das vielleicht schon, dann bleibst du hier. Wenn du mehr machen möchtest, dann ziehst du die Knie noch zu dir ran und streckst die Beine nach oben aus. Und jetzt kannst du einfach gucken, wo sind die Beine in der richtigen Position. Wir müssen das jetzt auch nicht so perfekt gerade machen und die Fersen wegschieben und Energie, sondern wir wollen jetzt eher wieder runterkommen, eher loslassen. Und die Beine, mit denen wir diese Standhaltung gemacht haben, die Füße, die Fußgelenke, entspannen. Also schau einfach, kippel so ein bisschen wieder hin und her, bis du merkst, hier ist es angenehm. Und die Füße, ja, oder die Knie können auch sich so ein bisschen beugen. Du kannst dir vorstellen, jemand hält dir oben so die Zehenspitzen fest und du kannst einfach so loslassen in den Beinen. So eine ganz angenehme Haltung. Und die Arme zur Seite ausbreiten oder wieder nach hinten ablegen. Man kann diese Übung auch wunderbar an der Wand machen. Das heißt, du rutschst ganz nah an die Wand ran und legst die Beine an der Wand hoch und schiebst dir aber trotzdem eine Decke oder ein Kissen unter den Po. Ist auch sehr angenehm, wenn du jemand bist, der sehr viel steht oder sehr viel läuft oder sehr schwere Beine hat, auch nach dem Sitzen. Aber achte, dass du nicht gleich zu viel machst. Ja? Wenn du das gar nicht gewohnt bist und dann gleich die Beine so ein paar Atemzüge lang oben hältst, ist es vielleicht auch zu viel. Das musst du einfach ein bisschen schauen, wie du dich wohlfühlst. Eine gute Möglichkeit, damit ja, die Füße, die uns ja so weit durchs Leben tragen, einfach hier mal ein bisschen loslassen können, auch die Beine, wie gesagt, dein Becken auch. Ja? Normalerweise, wenn wir viel stehen, drücken ja die ganzen Organe von oben auf das Becken rauf. Und hier ist jetzt mal der Druck weg. Ja, also sozusagen auch dein Beckenboden kann da entspannen. Deine ganzen Organe hängen mal so ein bisschen kopfüber. Der Blutrückfluss wird verstärkt, unterstützt, ja, sodass dein Herz nicht so weit wieder zurückpumpen muss. Aber wie gesagt, ja, immer darauf achten, immer in so einem Wohlfühlbereich bleiben. Und bei den Mädels sagt man, wenn du gerade in deinen Tagen, wenn du gerade deine Tage hast, nicht so lange in der Umkehrhaltung bleiben, dann einfach wieder rauskommen. Wenn du dich wohlfühlst, bleiben immer noch so 5 Atemzüge.
kannst auch natürlich die Füße ein bisschen bewegen, wenn du magst, ja. Den Füßen ein bisschen Aufmerksamkeit schenken, Fußmassage, Fußbewegung, ja, aber sowieso viel zu wenig. Gut, und dann beugst du die Beine wieder an, stellst die Füße auf, nimmst die Decke, das Kissen weg, rollst dich langsam wieder zurück nach unten und streckst die Beine aus zum Nachspüren. Wie fühlt sich das an? Nach so einer Umkehrhaltung nicht gleich wieder aufspringen und weitermachen, sondern erstmal einen Moment bleiben. Und dann noch einmal die Füße aufstellen, die Knie ranziehen, die Knie umarmen und die Stirn mit zu den Knien nehmen und so ein kleines Päckchen machen. Dann den Kopf erstmal wieder ablegen und den Kopf ein paar Mal hin und her rollen. Die Knie ein bisschen kreisen lassen. Und dann die Füße abstellen, die Beine ausgleiten lassen und fertig machen für die Entspannung. Wenn du magst, deck dich zu. Breite die Arme entweder ein bisschen weiter aus oder leg sie ein bisschen näher an deinen Körper oder leg die Arme hinter dir ab. Vielleicht ist es für dich angenehmer, dir etwas unter die Knie zu legen, damit die Beine ein bisschen gebeugt sind. Vielleicht ist es dir angenehmer, eine Decke unter den Kopf zu legen, aber schau mal, dass du nicht zu weit den Kopf nach oben schiebst. Wenn du meinen Kopfschmerzzyklus dir mal angeschaut hast, dann weißt du vielleicht warum, sondern lass den Kopf sinken. Entspanne. Lass deinen Körper einfach los. Lass dich ganz schwer nach unten sinken. Alle Muskeln dürfen loslassen und entspannen. Ich möchte dich heute mitnehmen zu einer kleinen Wanderung entlang einer Felsküste. Auf der linken Seite rauscht das Wasser und du kletterst über ein paar Felsen und wanderst immer weiter. Und du riechst diese Meeresluft und der Wind weht dir das Haar aus dem Gesicht. Gischt spritzt auf und du schmeckst das Salz auf deiner Zunge. Über dir kreischen ein paar Möwen und du schaust hinauf und siehst den blauen, weiten, unendlich weiten Himmel. Ein paar vereinzelte Wölkchen, die weiterziehen. Und du verspürst gerade dieses Gefühl von unendlicher Freiheit, Kraft und Stärke. Und so wanderst du und kletterst du weiter über diese Felsen entlang der Küste immer weiter und siehst dann vor dir einen großen Felsblock emporragen. Unter dir tosen die Wellen und du hörst die Brandung und spürst die Feuchtigkeit auf deiner Haut.
Und du kletterst immer weiter diesen großen Felsen empor, bis du ganz oben bist. Und dort, auf seiner Spitze, lässt du dich nieder. Unter dir das tobende Wasser. Über dir die unendliche Weite des blauen Himmels. Und wie du dort oben sitzt, hast du das Gefühl, eins zu werden mit diesem Felsen, dem die ganze Brandung hier nichts anhaben kann. Du spürst, dieser Felsen ist tief verankert in der Erde und ragt kraftvoll nach oben empor. Unerschütterlich fest. Und wie du da oben sitzt auf diesem Felsen, spürst du, dass du eins wirst mit diesem Felsen und verschmilzt mit seiner Kraft und seiner Stärke. Du fühlst dich selbst genauso kraftvoll und unerschütterlich fest. Hier bleibst du noch ein paar Atemzüge. Genieß diese frische Seeluft, das Kreischen der Möwen über dir, das Tosen der Brandung unter dir und die unendliche Weite des Himmels um dich herum. Ein wunderbares Gefühl. Und dann wird es langsam wieder Zeit für dich, zurückzukehren. Wieder dann zurückzukehren, hier in diesen Raum von deiner Wanderung zurückzukommen. Und dann wieder wahrzunehmen, dass du hier bist, in diesem Raum, auf deiner Yogamatte. Spürst wieder den Boden unter dir, der dich trägt. Spürst die Luft auf deiner Haut und den Raum, der dich umgibt. Vertiefst wieder deinen Atem und fängst an, dich so ein bisschen zu bewegen, dich zu recken, zu strecken, zu gähnen. Vielleicht magst du nochmal die Knie kreisen lassen oder dich auf die rechte oder auf die linke Seite zu legen, auf deine Lieblingsseite. Ja, und wenn du sogar zwei Lieblingsseiten hast, dann warum nicht? Kannst du dich auch nochmal auf die andere Lieblingsseite legen. Und dann kommst du langsam wieder zurück nach oben zum Sitzen. Setz dich gerne wieder etwas erhöht, damit du dich besser aufrichten kannst, damit du weißt, damit dein Becken nach vorne kippen kann ein bisschen, und dann hebst du hier deinen Brustkorb an,
Die Schultern lässt du entspannt sinken, die Hände legst du so ab, dass es sich in den Schultern gut anfühlt. Deinen Hinterkopf nimmst du noch so einen kleinen Tick weiter nach hinten und nach oben. Und so spannst du dich nochmal auf zwischen deinem Erdpol, der Basis und deinem Himmelspol, deinem Scheitel. Spürst nochmal, dass du eins bist mit deinem Leben, mit dem, was dich umgibt. Freust dich nochmal darüber, dass du da bist, dass du bist, ja, und das einfach sich mal bewusst zu machen, dass das etwas ganz Besonderes ist. Zu atmen, hier zu sein, man selbst zu sein, sich selbst zu spüren und einzigartig zu sein auf der ganzen Welt. Etwas Besonderes. Wir tönen dreimal gemeinsam das Om. Atme aus. Heb mit der Einatmung die Arme nach oben an. Verneige dich in Dankbarkeit. Gut, und dann öffne langsam wieder die Augen, heb den Blick an, lass die Arme wieder sinken. Ja, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt. Es waren vielleicht ein paar Übungen, die dir gut tun und die du vielleicht doch auch mal in deinen Alltag integrieren kannst. Mal auf einem Bein stehen. Probier es aus. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Namaste.